Hallo Leute, willkommen zu einer weiteren Aufnahme von Left 4 Deft. Ja, beim letzten Mal habe ich es leider nicht geschafft, ihn zu retten, aber ich muss auch hinzufügen, es waren ein bisschen viele Zombies. Steht da nicht das Fahrzeug auch noch in der Mission? Man, you're looking for a car? Maybe. What do you have for me? This fine car right here. I only need to make a call. Also dafür würde ich niemals ein Auto geben. Ich glaube, ich habe jetzt diesmal eine gute Idee. Okay. Ja! Geht doch. Nein! Lass diesen VIP in Ruhe! Brauchst du ein Auto? Eigentlich gar nicht, aber trotzdem. Das ist eine Mission, deswegen brauche ich es. Oh nein, das ist abgeschlossen. Nein, nein. Nein. Lass ihn in Ruhe. Er will doch nur anrufen. Was ist denn das hier? Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Aber das schindet ganz schön Zeit, finde ich gerade eben heraus. So ganz gechillt. Okay. Genial. Oh ja, warum ist es mir eigentlich nicht früher gekommen? Ey, das sieht ja ganz schön rot aus. Warst du zu lange an der Sonne dran? Hehehe. Ah. Hehe. Headshot. Thanks, mate. You can have the car. Thanks. It was no problem. Total nicht, ne? Alles geschillt. $0. Ich hab $0 verdient. Ah, da drüben ist was. Da werde ich gleich speichern. Ist das eigentlich auch ein Militär aus Posten oder ist es ein Banditen aus dem Posten? Das weiß ich jetzt allerdings noch nicht. Oh, okay. Sehr cool. Und es crasht nicht. Sehr, 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 sehr gut. Ein Perminal oder... Ach, Pernin... Ach, egal. Diese Namen sind manchmal so kacke, muss ich sagen. So, erstmal hier speichern. So, warte mal. Surviving Survivor. Pff, deswegen ist es war so kurz so schwierig. Genial. Okay, hat der irgendwie was? Nein, keine Mission. Schade, schade, schade. Use right and left to select area. AK. Okay, davon nehme ich mir ein bisschen was. Also so ganz klein wenig. Ja, nochmal. Komm noch einmal. Komm schon. Danke. So, und raus. Jetzt habe ich wenigstens ein Sturmgewehr. Sehr gut, kann ich das Fahrzeug hier benutzen? Cool. Ich hab's doch gewusst, dass sie nicht mehr gebraucht haben. Perennial. Gott. Also wirklich. Okay, das ist jetzt wirklich ein Fail. Ich könnte noch nicht mal raus. Geil. Aber okay. Jetzt gehe ich erstmal zu einem Fragezeichen. Mit dem Flash. Falls das mir durch in der Hoffnung, dass hier es einen Ausgang gibt. Okay. Keine erhofften, sage ich mal. Ja, okay, da war eigentlich auch nicht in den Map eingetragen, deswegen sage ich jetzt mal nichts. Fragezeichen. Warte auf mich. Ah! Ja, Fahrzeug, ich brauch dich noch. Bitte. Nein, kein Platten, kein Platten. Oh Gott. Und jetzt auf einmal Platten und dann pum. Explodiert. You died. Das wäre mal richtig scheiße. Wo ich mir eigentlich manchmal in den Arsch ablachen würde. Aber nicht mit diesem Sturmgewehr. New contact. Phone ringing. This is Carl Johnson. Who am I speaking with? I heard you took out some of my men in Central Los Santos. Who is this? Listen, boy. Nobody fucks with me. Come to my camp in Northeast Los Santos. Nobody's fuck with me.
Hey, das sollte ich mir zukünftig auf meinem T-Shirt draufschreiben. Head to the location of the question mark Icona und Map. Okay. Und zwar, hier ist wieder dieser Bandit. Sag ich mal, Chef. Wieder dran. Aber ich werde mich jetzt trotzdem für die Armee entscheiden, weil die mir deutlich sympathischer sind. Und weil ich eigentlich gar keine Probleme in dem Sinne jetzt gerade mit denen habe. Deswegen. Deswegen mache ich es einfach mal. National Security. Ey. Das war nicht nett. Aber wirklich, das war echt krass. Oh. Landstalker. Autsch. Okay, das Fahrzeug hat gerade eben den Geist aufgegeben. Ja, ja, es könnte noch fahren, aber technisch ist es gerade eben tot. Jetzt verpisst euch, Penner. Fahrzeug gehört mir. Kommt damit klar. Okay. In Hoffnung, dass es jetzt diesmal leichter wird als beim letzten Mal. Wenn ich mich das richtig schlagen gestellt habe. Hey, you. It's this way. Heavy decisions. Don't do anything stupid. We don't mind killing you. Ah, das ist natürlich echt nett. Hey. Was geht? Wie geht's so? Warum guckst du so? Hey, was geht? Ich muss es mir so verkneifen. Carl Johnson. So, you are the dickface who killed my man in Central LS. Yes, I was asked by an arms dealer in a safe camp. Another camp puppet. Listen, boy. We are the bandits. We use the Zarkopolis to gain more power and take over the city. They can't save the state anymore. This time we rise. I'm gonna offer you something special. Join our organization and become stronger and gain more power. Or stay with your army buddies and be their puppet. Now, what do you choose? Ich bleib bei der Armee, sorry. I chose the side of the army. Wrong choice, boy. You let the power slip through your fingers. Man, kill him! Ah! Naja, das war ja mal echt eine nice Deckung. Jetzt da. Ihr zuerst, weil ihr wart so wichtig, ihr Arschlöcher. Ey, das ist nicht nett. So, danke. Jetzt bleiben nur noch die hier. Die schießen dieses Mal genial. Ich fand's aber auch... Oh oh, die Deckung ist jetzt schnell weggegangen. Yay! Nach so vielen Kugeln kann der noch laufen und überhaupt noch atmen? Damn it, boy! I am no murdering bastard like you, not anymore. You would have been a great addition to the organization. My boss would be... blah blah blah. You mean you're not the actual leader? I'm nothing but the leader of this camp. But this camp has fallen, and so have I. Okay, viel Spaß. Okay, get out of the camp. Und was kommt natürlich gleich wieder? Ha? Könnt ihr schon raten? Phone ringing! Ja! It's Carl Johnson. Something terrible is going on. Oh, Richard. What's the matter? Those bandits are out of control. We need to do something. Meet me in the Central LS Safe Camp. Yay! Wie sieht's jetzt aus? Gibt's jetzt noch Sidequests? Oh! Das hat mich schon beim letzten Mal so geknallt. Oh, siehe da! Siehe da! Oh! Da ist jetzt eine grüne Person. You refuse the offer from the bandit leader. If you find... Now you've made your definite decision. God! About your faction. You can take over enemy safe camps. Oh. Nein, das mache ich mal ein anderes Mal. Aber so ein Leben wäre jetzt mal nicht schlecht. Weil so langsam, naja, wird's kritisch. Ach, wisst ihr was? F it. Ich werde jetzt die erstmal angreifen. Hey. Habt ihr mich vermisst? Das glaube ich. Ich habe euch auch vermisst. Ey, schießt wieder so dreckigen Kreis. Alter.
You enjoying yourself? Jetzt da. Nochmal. 56 minus 30. So viel Munition haben wir also noch. Ha! Ja, den interessiert's noch mal. Hey, wie geht's? Oh, du bist tot. Okay. Jetzt da! You successfully took over a bandit camp. Oh, das ist ja mal geil. Das ist ja mal wirklich... Wisst ihr was? Dann muss ich jetzt mal sagen, F it zu dieser Mission. Ich gehe jetzt lieber hier ein paar Banditencamps ausräuchern. Dann habe ich wenigstens hier, naja, mehr Kontrolle über Los Santos. Vielleicht bringt es ja auch was. Halt außer Mord und Tode. Und halt weniger Banditen. So, und bevor ich jetzt mal gleich weiterfahre, hole ich mir erstmal die M4. Und zwar ist sie noch... Nee, ist nicht mehr da. Schade. Macht jetzt aber auch nichts. Dann kaufe ich mir halt eine Waffe. What do you want, boy? I'm looking for work. Got anything? Nein. I would like to buy weapons. Okay. Gib mir Waffen. Mikro-Uzi? Nein. Schrotflinte? Nein. Grenade? Nein. Obwohl, Schrotflinte? Ja. Gib mir sofort eine Schrotflinte. Und nochmal. Komm schon. Sei nicht so. Gib's mir. Und noch... Nee, warte mal. Das reicht. Das reicht, was ich habe. Jetzt gehen wir erstmal weiter auf Banditenjagd. Yay! Okay. Sind ja nicht auf der Map markiert. Tatsächlich. Also hier unten ist eins. Das glaube ich werde ich als erstes machen. Hier ist noch eins, wo ich mich ganz schön erschrocken habe. Da ist noch eins. Ansonsten in Los Santos gibt es dann gar keins mehr. Okay. Dann gehe ich mal hier runter in Willowfield. Also viel Spaß mit dem Generator. Ich werde jetzt erstmal ein paar Banditen ausräuchern. Vor allen Dingen in der Zombie-Apokalypse. Aber okay, man muss halt auch Arschlöcher ausschalten in der Zombie-Apokalypse. Kann ich verstehen, kann ich verstehen. Aber ich muss sagen, stimmt einerseits. Weil bei Dead Rising zum Beispiel ist es eigentlich auch so, durchgedrehte Psychopathen oder so etwas. Und ja, ich habe Dead Rising gespielt, den ersten und den zweiten Teil, aber Off-Records habe ich nicht gesagt. Wenn mir jetzt noch einmal hier reinspringt, ich schwöre, ich brauche das Fahrzeug vielleicht noch. Okay. Ich hab's natürlich so geil mit Markierung. so schön drüber getan, dass man jetzt das Banditenzeichen nicht mehr sieht. Einfach genial. Okay, jetzt aber. Ah, da oben ist jemand. Ich hätte vielleicht noch AK-Munition gebraucht. Ich glaube, ich weiß jetzt, was los ist. Ja. Ich glaube, man kann nur eine Pistole haben, wahrscheinlich noch nur eine Mikro-Uzi, also, oder SMG, und eine, sag ich mal, primäre Waffe. Jetzt weiß ja, warum die AK verschwunden ist und beim letzten Mal die M4. Macht jetzt zumindest Sinn. Das habe ich jetzt leider nicht gewusst, was ein kleines Problem ist, wie ich finde. Ey! Was soll denn das? Jetzt... Ist er natürlich wieder beleidigt. Okay. Nein! Dein Kopf ist so schwierig zu treffen. Okay. Wie wär's mit der Schrotflinte? Ja. Ich bin ein Bandit und kann zwei Schrotflinten aushalten, obwohl ich rotes Leben habe. Nein, 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 nein. Gott sei Dank. Oh oh. Das war nicht meine erfolgreiche Tarnmission. Ah, okay. Wie wär's, wenn ich mal zurückschieß? Hört auf, euch zu decken. Ich meine eigentlich ducken. Egal. Nein, 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 nein. Aha. Er hat die Chance genutzt und hat auf mich geschossen. Verdammt! Nein, nein! Okay, wo ist denn... Ach dort, das habe ich doch gleich gewusst. Der wurde aus irgendeinem Grund nicht angezeigt. Er trifft mich, aber ich treffe ihn nicht. Das ist wirklich geil. Gott, oh Gott, oh Gott! Joch, sofort!
Ah, okay. Jetzt nochmal hier drauf. Die Reichweite von der Pistole, echt mal. Was zum Geier? Was zum Geier? Oh Gott, jetzt wurde ich wieder getroffen. Oh mein Gott. Nein, ich hätte wissen müssen. Aber okay, ich habe zum Glück gespeichert. Also Leute, das war jetzt erstmal eine weitere Aufnahme von GTA San Andreas. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Und jetzt würde ich erstmal sagen, bis später, Leute.